Hier lang? Aha! Maschinengewehr gewinnt! I'm gonna call you up. What? Wir müssen Deutsch sprechen lernen. Aber Französisch beherrschen wir perfekt. So. Tot. Der Bastard hier. Gönnt euch meine wertvolle Munition an euch. Rest in pieces. Vielleicht doch. So, dann wäre das auch erledigt. Oh nein, meine Brüder! Rauchen schadet der Gesundheit. Oh, mein Knife Guy! Ach du Scheiße! Oh, your ass. Easy Papisi. Ja, ich rede jetzt weniger, mir fällt nichts mehr ein. Nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Aber lasst uns nicht über Let's Play-Stile reden. So etwas höre ich auch nicht gerne. Man muss sich ja weiterentwickeln. Also zurück ins Mittelalter. Nö, eigentlich Steinzeit. Zurück in die Steinzeit. Und alles blind abmetzeln. Genauso waren nämlich die Neandertaler. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich liebe die Musik. Das geht ins Ohr und auf der anderen Seite wieder raus. So. Ah, Uzi ist toll. Die ist echt toll. Ja. Aua! Oh, au! Hat mir ins Ohr gebissen, die Sau! Muss aufpassen. Schmerzen sind schmerzhaft. Oh, Schienen. Es sind wunderschöne Schienen. Riesige Schienen. Okay. Was für ein. Hä? Hopp. Oh. Natürlich! Kampf auf engstem Raum. Ich hätte es ahnen können. All die Toten kommen ja nicht von irgendwo her. Die sind tot, weil irgendwas passiert ist. Ursache und Wirkung. Und das war meine Ursache. Mit folgender Wirkung. So. Alex. Oh nein, sie sind tot. Ist mir aber egal. Ich kommentiere das nicht weiter. Oh, guck mal, ein Schild. Das ist viel interessanter. Da steht, dies ist eine Todesfalle. Und wenn Sie das lesen, haben Sie vielleicht überstanden, aber sind dennoch voll hereingefallen. Für Infos oder bei Verbesserungsvorschlägen wählen Sie bitte die 0 oder schreiben an Schnelle ab ins Jenseits GmbH an 7088 Köln. Das machen wir nach diesem Let's Play, um hier ein Feedback zu geben. Vollkommen ungefährlich, lasst uns weiter. Oh nein, wir haben den Überladungsmechanismus in Form eines zufälligen, eines Random-Schalters ausgelöst. Oh mein Gott. Mann, oh Mann, wer hat das denn das letzte Mal repariert? Eine Frau, so ein Schrotthaufen. Ey, du Arsch! Aber naja, scheiß drauf. Was für ein frauenverachtender Mistkerl. Na, wenn haben wir denn da, wenn das mal nicht mein alter Freund Saul ist?
Oh, schön. Immer wenn ich jetzt auf Enter drücke, um in die nächste Box zu kommen, schießt er. Ganz recht, ich bin es, der großartige Saue. Es ist also in Ordnung, wenn du es vor Angst nicht mehr halten kannst. Ja, stimmt, ich kann meine Schüsse vor Angst nicht mehr halten. Angst. Ja, nach all dem Spaß, den wir zusammen hatten, habe ich mich sogar schon auf ein Wiedersehen gefreut. Na, mich auch. Als ich hörte, dass du und dein Pack es bisher geschafft haben, war ich wahrlich überrascht, wie es so ein Häufchen Hühnerkacke so weit bringen könnte. Oh, ich kann auch Escape drücken. Aber nun ist der Scheiß vorbei, das versichere ich dir. Warum öffnest du nicht dein kleines Rattenloch? Ich kann nicht durch Gitter schießen. Dann wird der Spaß noch wochenlang anhalten, und zwar, wenn ich dir bei deinem Unterleib Glieder und gliederlosen Todeskampf zuschaue. Nein, danke. Ich hatte ja gehofft, dass meine Leute reichen, dich abzuschlachten. Tja, also, wie du an dem zerfetzten Haufen Fleisch hier im Korridor und auch über dem restlichen Bahnhof verteilt vielleicht unschwer erkennen kannst, waren die leider alle zu blöd dafür und du wirst dich ihrer Leichenparade sehr bald anschließen. Und zwar als 30-stückiger Einzelbausatz. Ich liebe Puzzles! Du wirst dich noch wundern. Ich weiß übrigens, dass es jemanden gab, der dir beim Ausbruch aus meinem kleinen Verlies geholfen hat. Und es war keiner deiner Brüder. So, vielleicht einer deiner schwulen Fantasien? Nein, ganz im Gegenteil. Es war eine wirklich reizende Frau, wenn man den Berichten meiner Späher glauben darf. Ah, wenn ich nicht schwul wäre. Oh ja, das war deine Mama? Oder es war Morgana? Oder pff, du spinnst, blöde Herrn. Es war deine Mama, der ich zum Dank den Rachen mit... Ach. Ah, ist eine gewisse Morgana, stimmt's, oder habe ich recht, ich weiß alles über sie. Ich weiß auch nicht mal mehr, ob du Männer oder Weiblein bist. Oh doch, Morgana ist sicher wichtiger, als du vorgibst. Soll ich was verraten? Was? Dafür sagen sie laut zum Schatten. Naja, mich hier der Wunder, bla bla. Okay, das ist wirklich ekelhaft. Ja, komm, das überspringen wir einfach, das ist blöd. Lach nur so, solange du noch kannst. Hey, das ist wirklich unterstes Niveau. Das muss doch echt nicht sein. Tja, wie wär's mit der Abkürzung? Haha! Destruction! Let's get ready to bomb! Verflex, glaube ich, muss springen, um hier rauszukommen. Soll ich? Sofort. Okay. Oh, ja. Was kann... Ja. Mach's einfach. Du hast Flügel, verdammt nochmal. Ah, meine Rippen. Ja. Du hast nicht ein HP verloren. Du bist ein elender... Dings bist du. Heuchler? Nein. Simulant, das habe ich gesucht. Oh, falsche Waffe. So, gleich sind wir im nächsten Level. Fahrkarte haben wir auch schon gelöst. Und die ganzen Kontrolleure konnten sich davon überzeugen. Doch nun kann sie leider niemand mehr fragen. Ah. Your daddy. Oh, schön, wir haben es geschafft. Bang! You're dead. Rest in pieces. Morgana, meine geliebte, zärtliche Honigblüte. Wow, du scheißt ja voll aufzugehen. Job ist Job und ich genieße meine Arbeit. Edle Brüder und, Morgana. Es freut mich ja sehr, euch wiederzusehen, aber sagt, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Vielleicht erkläre ich dir besser, also, als wir in den Bahnhof marschiert sind, ist urplötzlich acht voll ausgebildeten Elite-Klonen eingefallen, dass sie unbedingt auf die Toilette müssten und haben sich panisch über den ganzen Bahnhof verteilt. Ah ja. Du fängst an, es unnötig hochzuspielen. Immerhin habe ich zu dieser Jahreszeit eine sehr schwache Blase. Ja, na schön. Was hast du denn gemacht? Tja, ich war mir nicht sicher, ob ich zurückbleibe, um dir beim Kämpfen zu helfen. Und habe ein paar von Bals Truppen abgemurkst. Aber dann kam mir in den Sinn, dass ich vielleicht nicht mehr auf deine Brüder Acht gebe. Das war doch okay für dich, oder? Ich möchte nicht nörgeln an euch, meine edlen Brüder, aber hätten mir vielleicht nicht ein oder zwei helfen können. Ich habe ums nackte Überleben kämpfen müssen. Man hört mich mit dem Geplärrer auf. Du bist ein Elitekämpfer, oder?
Ja, aber... Benimm dich auch gefälligst, so, meine Güte, dieses Gewimmer halt meinem Kopf nicht aus. Du hast recht, du sollst dich was schämen. Boah, hör zu, wir nehmen uns jetzt immer mehr Bars... Wir nähern uns jetzt immer mehr Bars Hauptquartier, aber vorher fahren wir zu unserem Stützpunkt in Dirty Town. Wir nehmen den nächsten Zug, du kannst uns ja begleiten. Danke, danke, meine Brüder, mit Freuden. Naja, wir warten lieber da hinten, wir haben genug Abstand zu dir verlieren. Ich meine, wegen der Höflichkeit. Ja, wegen der Höflichkeit, und dem Sicherheitsabstand zum Vordermann. Hey, Kopf hoch, auch wenn deine Brüder anders drüber denken, du warst spitze. Ja, stimmt, ich bin schon ganz spitz. Du hast sie fast alle im Alleingang fertig gemacht. Du bist wirklich mein absoluter Favorit von all den Klonen. Unter den Klonen, Tatsache. Ja, meine Brüder. Vergiss die doch mal. 4 von ihnen sind nacheinander in eine Todesfalle gelaufen, weil sie geglaubt haben, sie hätten eine Toilette ohne 50-Cent-Schloss gefunden. Unter denen bist du meine Nummer 1. Hast du da noch eine Waffe in der Hose versteckt? Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, schön, hör mal. Bis zu Bars Hauptquartier ist es nicht mehr weit. Wir müssen nur noch nach Dirty Town. Da finden wir auch Baal. Unglücklicherweise wird der Weg dorthin ziemlich schwer werden und auch die Züge sind wahrscheinlich schon voll mit Baals Kommandos. Deshalb nehme ich mit deinen Brüdern einen anderen Zug, nur um sicher zu gehen, dass ihnen nichts passiert. Oh, dieser Zug ist natürlich vollkommen ohne Zombies und deiner schon. Was? Wirklich? Du willst ihnen helfen? Helfen? Ja, ganz recht. Helfen. Ich alleine. Mit 5 oder 6 Kerlen. Ja. Morgana, danke. Los komm, lass dich drücken. Spar jetzt mal bitte deine Notgeilheiten, ja? Also ich nehme mal den übernächsten Zug, ja? Das bedeutet aber, dass du wieder auf dich alleine gestellt bist. Ah, das kennen wir, ja. Ah, null Problem, du weißt doch, ich bin sehr hart im Nehmen und im Geben und sowieso immer hart. Na schön, du harter, du. Wir sind dann in Dirty Town. Bis dann. Bon voyage. Ich mag Französisch.